Moin, seid ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ohne technische Probleme begrüße ich euch natürlich wieder beim besten Streamer von ganz Twitch, der niemals Probleme mit seiner Technik hat. Und ja, willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Purpur hier auf der Nintendo Switch im neuen frischen Jahr 2023. An dieser Stelle jetzt nochmal ein frohes Jahr, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und wir legen munter los. Wenn ihr euch noch erinnert, letztes Mal hatten wir eines dieser Herrscher-Pokémon besiegt. Daran erinnere ich mich irgendwie noch. Makuhita Schweiß. Ich weiß nicht, ob ich Schweiß einsammeln will, aber ist okay. Gibt's einen Ausblick aufs Spiel? Gibt einen Ausblick aufs Spiel. Das neue beginnt qualitativ. Ja, das hat die Elgato macht manchmal so ein bisschen Stress. Da musst, oh Gott. Da musst du dann einfach an- und ausmachen und dann geht das wieder. Leider reilt OBS das dann mit der Größe nicht mehr. Da musst du das Fenster einmal neu machen. Das mache ich in der Regel immer vorm Stream, aber ich habe gar nicht versucht, mir den Ton anzuhören und dachte, das läuft schon. Die Qualität muss ja zum Spiel passen. Ja, du, das wird, das wird. Habt ihr übrigens den Game 2, oh Gott, schlechteste Spiele des Jahres 2022 Rückblick euch angeguckt? Pokémon auf Platz 2 fand ich schon ein bisschen ehrenhaft, dass sie da auch mal einen rausgenödelt haben. So, einmal Zauberblatt. Eben rein da, auf Klippe. Aber Klippe haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefangen, ne? Darf ich direkt mal unterbrechen? Öffne mal bitte den Pokédex und drücke dann X. Ja, da wurde was... Oh. What the fuck ist passiert? Ach so. Ich war da, dann bin ich kurz verschwunden, aber FOMO entwickelt sich jetzt. Iri, machen wir gleich mal. Was war auf Platz 1? Auf Platz 1 war natürlich, wie auch bei mir, Diablo Immortal. Diablo Immortal verdient auf Platz 1 gekommen. Als das beschissenste Game 2022. Kann ich nur so unterschreiben. Okay, FOMO hat sich entwickelt zu einem Pamamo. Und ist klar, Grüße gehen raus an Pamamo. Für Pamamo wurde ein Eintrag angelegt. Es nutzt eine besondere Kampftechnik, bei der es mit den Vorderpfoten zuschlägt und zeitgleich Elektroschocks aus den Pfotenballen schießt. Klingt doch angenehm. An sowas willst du doch dann einfach nur umarmt werden. So, FOMO versucht Armstoß zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Armstoß ersetzt werden? Ja, da immer gucken, ne? Was haben wir denn da? Habe ich den Timer angemacht? Ja, habe ich. Sehr gut. Armstoß ist Kampf. Das ist gut. Klingt mit geradem Arm, die das Ziel 2 bis 5 Mal treffen. Da würde ich sagen, was können wir denn mal wegmachen? Ich mag den Ruckzuck-Keep ja eigentlich ganz gerne, ne? Boah, dann macht er nur Stärke 15. Das ist natürlich nicht so geil. Was haben wir denn hier? Erstmal... Was? Kurin! Grüße gehen raus und danke für dein Abo. Auch die hier an dieser Stelle noch ein. Frohes Neues. Bin Pokémon Noob, aber wegen Blaufuchs Evoli Let's Play habe ich das Evoli auch durchgespielt und bin nun am Schwert und Karmesin spielen. Bin froh, dass du auch erklärst und dich nachvollziehen kann bei dir. Danke dafür. Immer gerne, immer gerne. Armstoß trifft häufiger als nur einmal. Ja, 1 bis 5 Mal, ne? Oder wie war das jetzt? Aber was machen wir denn mal? Was meint ihr? Ich bin ja auch ein Freund des Wangenrubbelers, weil du damit in der Regel immer eine Paralyse eigentlich relativ safe hinbekommst, ne? Erstmal Armstoß. Verstanden, Alter, was? Ja, also Schaufler würde ich gerne behalten. Ruckzuck bin ich aber auch irgendwie Fan von. Aber eine Kampfattacke brauchen wir auf jeden Fall auch. Na, Donnerschock bleibt schön da. Nee, den können wir nicht wegnehmen. Den Donnerschock können wir nicht wegnehmen. Der muss bleiben. Ich würde sagen, wir werden tatsächlich den Wangenrubbler wegtun. Schweren Herzens werde ich den Wangenrubbler opfern. Erstmal. Er nützt nichts. Er nützt nichts. Ich mach das jetzt. Ich. Als Pokémon-Meister, angehender Pokémon-Meister, entscheide mich nun dafür. So. Da bin ich auch wieder, guck mal. Schön. Genießt ein bisschen die Berge hier. Ist das nicht herrlich hier, diese Aussicht? Wie habe ich das vermisst? Guten Tag, Sesokids, habe ich die schon eingefangen. Ich muss kurz checken, weil wenn nicht, würde ich auf jeden Fall einen Sesokids fangen. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen ausgesprochen. Da ist ein Ball dran, das passt. Mihikel. Nicht sehr effektiv. Gleich mal reinbeißen, komm. Lern doch eh bald noch eine vernünftige Elektroattacke. Siehst du, dann passt das doch. Wenn Razy das sagt, dann glaube ich ihm mal. Ich mach das gleich mit dem Pokédex, keine Sorge, ich hab das nicht vergessen. So. Was ist hier los? Das ist wieder die Ziege und nicht das Kitz. Ja, mir ist aufgefallen, als ich den Namen gesehen habe, weil meh. Aber müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Müssen wir nicht drüber sprechen. Ich möchte nicht, dass wir darüber reden, okay? Können wir das nicht einfach für uns behalten, dass ich blöd bin? Wir müssen das doch nicht immer ins Internet rausbesauen, Leute. Ich erwarte auch ein bisschen von euch, sodass ihr mich unterstützt.
und meine Dummheit einfach mal unter den Tisch fallen lasse. Aber nein, immer kehrt ihr die wieder nach vorne. Warum seid ihr so gemein? Was soll das? So, was auf Pokédex. Das Problem ist, ich habe mit Absicht jetzt den Pokédex nicht geöffnet. Oh, da. Hier, guck mal, Pokédex läuft bei mir. Nee. So. Okay. Was soll ich dann machen? Lass mal eine Weile mit dir mitlaufen, dann gibt's eine Überraschung. X soll ich drücken? Ja. Und du? Lass doch dein Poki mitlaufen. Ich bin Kuren, ich habe noch gar nicht gestartet. Wir lassen es gleich mitlaufen, kein Problem. Ich bin gerade erst rein. Ich bin gerade erst rein in die Welt. Erzähl mal jetzt. Meinst du jetzt das Menü oder was meinst du? Erstmal mit A den Pokédex aufmachen. Oh, ich bin doch im Pokédex, oder nicht? Oder sieht der dann anders aus? Halle ich jetzt nicht, Bruder. Nee, das ist wieder mein Vieh. Das ist die Übersicht. So, und dann gehe ich hier schön. Alter. Gibt's hier eigentlich auch einen Shortcut zum Pokédex? Nö. So. X. Wieso geht X jetzt wieder nicht? Ah, das dauert seine Zeit, das muss erst laden. Dann zu Pokédex. Und nu? Ach so. Ach, ich muss den... Es ist... Das meinst du? Okay, sag das doch. Und nun X. Da gibt's Belohnungen. Ah, alles klar. Sobald des Tages erhältst du 3 Säckchen Sternstapel. Guck mal. Gratuliere, dein Punkt ist jetzt 20 Einträge. Jetzt geht's aber los hier. 10 Superbälle. Ich bekomme ganz starke Pokémon-Legenden-Arceus-Vibes hier. Ne? Da haben die sich das 100% abgeschaut. Komm, es lohnt sich, den Pokédex zu vervollständigen. Lass mal eben hier... Oh, cool. Das gehört ja heute dazu, ne? Ich warte noch auf so eine Art Seasons Pass oder so. So. Damit haben wir das. Jetzt lassen wir unser Pokémon mitlaufen. Bitteschön. Gut, so, warte, wir gucken gleich mal auf die Karte, wo wir als nächstes hin müssen. Ich würde vorschlagen, wir machen als nächstes erstmal die nächste Arena. Dafür, ich glaube, weil das Spiel nicht schon genug Grind hat. Ja, aber der Grind ist ja jetzt vereinfacht worden. Guck mal, wie es mir hinterherläuft. Es will einfach gefangen werden. Es will gefangen werden. Wir haben ein Feuer-Pokémon, ja, da kann nichts mehr schief gehen. Ich bewege das Pokémon jetzt mal auf Platz 1. Ist jetzt eigentlich... So, bitteschön. Okay, und dann muss ich jetzt gerade mal auf der Map gucken, wo wir hin müssen. Wo ist die zweite Arena? Das ist das Gebiet 2, ne? Zoom mal ein bisschen ran. Arena. Was ist das? Der Weg des Champs. Bolardin Arena. Beweise dich in der Bolardin Arena. Leiter der Bolardin Arena, Kolzo, das künstlerische Naturtalent, setzt Pflanzen-Pokémon ein. Ja, perfekt. Ich habe ein Feuer-Pokémon, was willst du denn mehr haben, ne? Feuer versus Pflanze. Ist nicht gut von Across? A.K.A. K. von Arcross. Ich hab's jetzt drauf. Ich würde sagen, das ist eine gute Kombination, oder nicht? Feuer gegen Pflanze. Also fühle ich jetzt eigentlich so... Hätte ich jetzt als gut befunden. Hätte ich jetzt so gedacht. Also ich hätte das jetzt... Würde das so unterschreiben, würde ich. Würde ich sagen, es ist eine gute Idee. Los geht's, Leute! Wir holen unser Motorrad raus, wenn ich den richtigen Knopf gefunden habe. Doch, dachte, du wolltest das Merkiel fangen. Nee. Merkiel habe ich schon. Ich will einen Sesokitz fangen, aber das gibt's hier ja gar nicht. Ich bin einfach nur die ganze dumm. Alter, ich will nicht sagen, aber das Poppin ist wieder mal heftig. Ich habe es ganz vergessen, wie krass es ist. So, let's go. Ich wollte nur mein Feuer-Pokémon auf Position 1 bringen. Die Schatzsuche macht Spaß. Ja, hallo. Wir kämpfen jetzt erstmal hier gegen. Aber die Pflanzen brennen doch dann. Ja, das wollen wir ja. Wir wollen ja den Arena-Orden bekommen. Und um ihn zu bekommen, müssen wir die Pflanzen... Ja, umbringen ist hier das falsche Wort. Einfach nur so ein bisschen... Ne? Dudi, grüße dich aus Norden. Wenn du so schnell radelst, kamommt dein Poki nicht hinterher und geht wieder in den Pokéball. Du meinst, weil ich mit meinem Motorrad-Pokémon so schnell fahre? Ja, wir können ja auch zu Fuß gehen. Mir ist das egal. Nun geht das hier wieder los. Okay, habe ich irgendwas, was zufälligerweise effektiv ist? Ja, nichts super effektives. Aber ich will jetzt auch... Hier ist ja meine Strategie. Ich wechsle ungern beim ersten Mal. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal so eine Nitro-Ladung reinballern und das Beste hoffen,
Wir sind ja leicht überlevelt. Das kann eigentlich nur klappen. Und hat auch einfach nur geklappt. Läuft. Guten Tag. Setz als nächstes Kramurks ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nö, nö. Das passt schon. Ich muss den hier ein bisschen leveln, deswegen. Und Feuer gegen Kramurks wird schon passen. Das geht. Das ist nicht super effektiv oder so, aber das wird schon funktionieren. Siehst du. Elektro wäre dann natürlich jetzt cleverer gewesen. Haben wir ja auch da. Ach, Fluffy, Level up. Fluffy versucht Biss zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Biss ersetzt werden? Lass mal gucken, was Fluffy so kann. Tackle 40, Ruckzuckhieb 40. Will ich den Tackle mal durch Biss ersetzen, nicht wahr? Ruckzuckhieb kann dann ja immer noch aus brenzligen Situationen rausholen, wenn es mal ein Problemchen gibt. So, könnte klappen, muss nicht klappen. Ja. So, wo wir alle so gemütlich beisammen sind, Leute. Wie war eure Woche bis jetzt? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Was ist los da hinten? Du wirst deinen Schatz gewiss finden. Ich habe meinen Schatz schon gefunden. Der ist auch hier. Grüße gehen raus, Schatzi. Das ist alles schon erledigt. Wieder von mir. Ganz entspannt soweit. Oh, Razy, das hört man doch gerne. Bei mir so mittelprächtig. Das war gut aber bis jetzt. War noch nicht schlimm oder so. Alles entspannt. Ich hole mal meinen Poki wieder raus. So. Wie war das jetzt mit dem Autokämpfen? Frag jetzt nochmal für einen Freund. Oh. Ach, das macht das von ganz alleine. Ich muss nichts tun. Ah. Okay, cool. Bei den Pokémon, wo es meint, krieg ich hin, da macht es das automatisch. Verstehe. Ich kann das aber auch forcen, ne? Indem ich doch irgendwie drauf ziele. Und dann so mache, oder? Genau, ich kann es auch hinschicken. Alles klar. Hier kommt, das kannst du eben auch noch platt machen. Jawohl. So, kannst du natürlich noch doller schneller leveln. Wenn jetzt mein Pokémon hier einfach mit mir herumeiert, ne? Und Pokémon besiegt. Gilt dann trotzdem der EP-Teiler oder gilt es dann nur für das Pokémon? Oder kriegt es überhaupt EP? Ganz entspannt, das hatten wir ja. Wenn du nicht weißt, welche Attacke du vergessen sollst, kannst du auch mit X den Wunsch deines Pokémons sehen. Meine Pokémon haben inzwischen Wünsche und sagen, was sie lernen wollen. Das ist auch cool. Die obere Schultertaste macht es automatisch und bei der hinteren Schultertaste geht es einfach mit dir mit. Achso, wenn ich jetzt einfach nur... Wenn ich es hinten mache, dann läuft es nur mit und greift gar nicht an. Und wenn ich die obere nehme, dann greift er auch an. Verstehe. Guten Tag. Gerade jetzt nicht. Wow! Endlich sehe ich sie mal. In echt. Ich habe darauf gewartet. Schaut euch die wunderschöne... Schaut sie euch an. Ich trinke eben nur ein Stückchen Kaffee. Ich sag nichts. Ihr könnt es einfach selber genießen. Interpolation, meine Lieben. Interpolation ist dein Freund. Oh mein Gott, guten Tag. Hallöchen, lass mich dich einfangen, denn ich will dich streicheln. Oh, würde ich jetzt auch direkt ins Team mit aufnehmen, ne? Aber wir haben ja gesagt, wir wollen versuchen, neue Pokémon ins Team aufzunehmen. Ja, das ist der Plan. Ich denke jetzt mal, ein Ruckzuck-Hieb würde es schon nicht platt machen. Nee, überhaupt gar nicht. Das ist schon mal gut. Bist es jetzt nicht so gut? Mal sehen, wie es mit dem Piekser aussieht. Hau mal den Piekser rein. Wir müssen es langsam runterarbeiten. Langsam. Ja, Jaula, das ist jetzt auch nicht so gut, weil dann dauert es jetzt noch länger. Oh. Mach mal noch einen Piekser. Ich arbeite mich vorsichtig runter. Ich denke, das reicht dann vom Fang. Das sollte jetzt gehen. Die Lagmühle. Ja, die Mühle ist halt mein Highlight. Du fragst dich halt schon, wer gedacht hat, hallo, das lassen wir so, ne? Die Windmühle ist halt schon digital. Ich glaube auch. Hukano wurde gefangen. Oh, schön. Ich würde ihn jetzt direkt ins Team nehmen. Aber wie gesagt, wir versuchen bei neuen Pokis zu bleiben. Deswegen lassen wir das mal. Es ist sehr freundlich und treu. Durch Bellen und Beißen versucht es, Feinde zu verscheuchen. Ja, leider kommt es in die Box. In die Box. In die Box. Nützt ja leider nichts. Zack. Aber ja, ich muss noch mal kurz darauf zurückkommen auf Game 2. Muss ich echt gestehen. Hat mir gefallen, dass sie da dann doch mal ein ehrliches Statement rausgehauen haben. Und sie sagen im Grunde das, was alle gesagt haben. Das Game an sich ist halt schon nice. Leider ist die Technik halt für den Arsch, ne? Und zwar so für den Arsch, dass man sich nicht mehr gefallen lassen sollte. Fand ich gut, dass sie das rausgehauen haben. Aber gut, haben die meisten ja sogar gemacht.
So, ja, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns weiter vor in diese Richtung, in Richtung der Leckmühle. Komm, ist halt einfach witzig, komm. Ich bin Fan. Ich mag die Leckmühle. Die Mühle und ich, wir sind so. So, ich weiß, wenn ich Auto fahre, Motorrad, weil wir können auch zu Fuß gehen, komm. Die paar Meter gehen wir zu Fuß, dann kann ich ein bisschen was einsammeln. Kramucks haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? Oder? Ich check mal eben. Anscheinend wird das komplette Meer bis in nahezu der Unendlichkeit gerendert. Das ist natürlich clever. Ist sowieso clever, Dinge zu rendern, die man als Spieler nicht sieht. Immer gut. Ich hau mal eine Nitro-Ladung rein. Ich glaube, das wird es aber wahrscheinlich platt machen. Aber mal gucken. Vielleicht überlebt es eine Nitro-Ladung. Ah, guck mal. Läuft. Ich habe meine Kraft mal wieder gnadenlos überschätzt. So. Die Windmühle hat uns hier gerade gekillt. Absoluter Hammer, schreibt der W. Oh, das war knapp. Dann nehmen wir jetzt einen super Ball. Oh mein Gott, siehst du, das muss jetzt schnell gehen, da muss ja immer ein Superball rein. Wenn das Pokémon sich wehrt, der Superball auf jeden Fall klärt. Das ist wichtig und richtig. Ne? Gekauft wird der nächste Schrott dennoch, schreibt Fauna Cross, a.k.a. K. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, diesmal ist es soweit, dass viele Fans halt dann doch auch sagen, du, ich glaube, ich warte mal eben erstmal eine Review ab. Also ich denke, da wurde einiges an Vertrauen verspielt. Hoffe ich. Also bei einigen. Bei den Hardcore-Fans keine Chance. Denen ist alles scheißegal. Die nehmen alles. Das ist egal. Das spielt keine Rolle. Aber ich denke, bei einigen... Ja, du musst ja halt als Kunde einfach sicher sein. Du gibst halt Geld dafür aus und du musst dich halt fragen, wo deine Ansprüche stehen, ne? Wieso will es denn nicht gefangen werden? Ne? Aber ich habe Hoffnung. Also mein Guess ist, das nächste Pokémon-Spiel wird technisch nochmal eine Katastrophe und danach wird's aber gut. Weil Nintendo jetzt selber auf den Plan gekommen ist und gesagt hat, oh Leute, das geht so jetzt aber nicht. Da muss jetzt aber mal ein bisschen Besserung kommen und ich glaube, deswegen wird sich da jetzt was tun. Ruckzuck geht rein. Oh, jetzt Achtung, jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe leider Verbrennung am Start. Ich hoffe, es geht jetzt nicht drauf. Ansonsten ist ja ein cooles Spiel. Also das Setting an sich, dass wir eine Open World haben und so. Diese drei Storylines. Ich finde es halt voll gelungen. Ist genau das, was man sich immer gewünscht hat. Ne? Wenn jetzt noch irgendwie so Nebenquests kommen würden, dass ich halt dann in den Orten... Zum einen würde ich gerne wieder die Häuser erkunden können. Das vermisse ich ein bisschen, dass man nicht mehr in Häuser reingehen kann. Bin ich ehrlich, aber kann ich verknusen. Da war sowieso nie was Sinnvolles drin, wenn man mal ehrlich ist, außer Mülleimer durchwühlen und mit Leuten reden, denen man auf den Sack geht, weil die sich fragen, Junge, ich bin hier in meiner Privatwohnung. Warum kommst du hier einfach so rein? Ja? Dennoch, das fehlt mir ein bisschen. Wenn sie das wieder machen würden, Gebäude wieder rein, dann am besten auch so ein paar Nebenquests, dass ich dann in den Städten Aufgaben erfüllen kann, die davon abgehen von hole nur hier, keine Ahnung, hole mir dieses Item, hole mir das Item, sondern halt wirklich auch irgendwie so kleine Aufgaben, die in der Welt irgendwie eingebaut sind. Das wäre so cool, ja? Und dann halt die Technik im Start und dann hätten wir ein richtig geiles Pokémon-Game. Das ist mein Wunsch und ich habe Hoffnung, dass wir sowas irgendwann mal bekommen werden. Ich werde jetzt mal Flauschi rufen. Einfach nur, weil ich eben einfach jetzt rufen will. Jetzt gehe ich mir erstmal auf euren Chat ab. Kurin, achso, diese Woche ein bisschen stressig. Ich musste heute um 7 Uhr aufstehen, weil die Kollegen für den Heckenschnitt heute um 8 Uhr aufgeschlagen sind. Alter, das ist aber auch früh. Da hätte ich noch keinen Bock, meine Hecke zu schneiden. Das ist ja geil. Was haben wir noch? Der Gelfuchs schreibt, a.k.a. Schatz, 10 FPS, das ist ja auch purer Luxus. Ja, man muss ja auch gucken, ne? Man muss das ja auch rendern. Das ist ja nicht alles so einfach. Machen wir einen Giftzahn da rein. Was haben wir noch? Hey, schreibt, das ist ja mal ein... Knapp auf knapp. Ja, und hat leider nicht funktioniert, ne? Man stellt sich ein Pokémon-Game in Unreal Engine vor. Ja, das, also da sind wir noch weit von entfernt. Da sind wir noch nicht. Aber schön wär's. Mal so ein richtig geiles Ding. Am besten mal auf dem PC, ey. Auf dem PC, stell's mal vor. Aber nee, du musst ja ein System Seller. Das kann ich auch verstehen, dass das exklusiv für die eigene Hardware ist, weil du willst ja deine Systeme auch verkaufen. Das kann ich ganz und komplett nachvollziehen. Investierst du ja auch rein und so. Das muss ich natürlich auch rentieren, indem du halt ein paar Switches verkaufst. Aber man muss halt sagen, die Switch ist im Ende ja wirklich, also jetzt langsam, ich würde sagen, sie ist über das Ende einer normalen Konsolengeneration schon raus. Und auf der Switch geht natürlich deutlich mehr, als wir hier sehen, das ist klar. Also das ist halt einfach nur, weil man es halt nicht richtig gemacht hat, ist ja nun mal so. Dennoch merkst du halt, wie zum Beispiel an Bayonetta 3, dass die Hardware dann talentierte Entwickler nun inzwischen doch halt einschränkt, weil du nicht das machen kannst, was du gerne machen würdest, ne? Fuchs, bei Verbrennungen greift man nicht mehr an. Ja, ich wollte aber halt mal eben, dass es auch zu Ende geht, Kay. Ich wollte, dass es aufhört, aber das hört ja nie auf. Jetzt gehen wir erstmal hier auf das Dach drauf. Na komm, okay, ich bin ins Dach rein. Ich will auf das Dach drauf. Ich will dieses Item da haben. Ja, hier in den Baum. Du musst in den Baum glitschen, dann geht es schon.
Ich glaube, mir fehlt da bestimmt noch irgendwas. Aber ich gebe jetzt noch nicht so schnell auf. Ich nähere mich der 3 FPS-Mühle hier. Ja? Na komm schon. Lass mich doch mal da drauf. Nee, geht nicht. Ich gebe noch nicht auf. Hier, guck mal. Hoppala. Na komm, jetzt lass mich hier nicht hängen. Er lässt mich hängen. Irgendwie geht das ja mit rückwärts, habe ich gehört. Aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. So und dann so? Nee. Ah! Jawoll! Der Rückwärtsglitch geht noch. Läuft. Der geht noch. Cool. So, was ist das? Ein EP-Bonbon S. Kann ich auch normal springen eigentlich? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Das ist jetzt nicht gut gelaufen. Darum glitsche ich mal ein bisschen. Okay. Das Game hat selber gemerkt, dass ich stecke. Das ist gut. So, was steht denn hier im Chat? Bin gerade im Urlaub mit Freunden. Grüße gehen raus, Deddledragi. Liebe Grüße aus Potsdam. Hallo alle zusammen. Grüße gehen zurück nach Potsdam und auch unbekannterweise an die Freunde natürlich. Eine Story tiefe und Nebenquest like Witcher 3 wäre nice. Da darf auch die Grafik bleiben. Sivo. Ja, stimme ich dir fast zu. Also die Grafik kann ruhig besser werden, weil das hier zum Beispiel muss halt nicht sein. Ne? Das ist halt so N64, ne? Das ist eine Problematik aus N64-Zeiten. Das musst du im Jahr 2022 ja nicht mehr haben. Das N64 ist halt über 20 Jahren Geschichte, weißt du? Und Interpolation wäre schon schön. Also es wäre schön, wenn die Charaktere nicht in 3 FPS vor dir rumhuckeln würden. Das würde mir auch noch gefallen. Der Rest so kann ich erstmal mitleben. Texturen dann nochmal ein bisschen auf die Kette kriegen, dass sie ein bisschen einheitlicher sind. Und dann ist ja erstmal okay. Schatten wäre noch ganz schön. Willkommen im Reich des Konservekönigs. Hier regiert, was lecker ist und konserviert. Was hat er denn so, der Konservenkönig, im Angebot? Bananen, Erdbeeren, Tomaten, Gewürzgurken. Alles wahrscheinlich schön für die Sandwiches. Ich kaufe mal ein bisschen ein. Einfach nur, damit wir ein bisschen Sandwich-Zutaten haben. Ja, gib mal her. Und noch ein paar Erdbeeren. Also zwei so, ja. Eben ein bisschen was. Und noch Tomaten. Drei ruhig noch. Und Gewürzgurken. Wir werden ein bisschen was haben. Für die nächste Sandwich-Runde. Letztes Mal wurden die Zutaten dann von meiner Seite aus doch ein bisschen knapp. Ne? Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. So, ich muss mal ein bisschen rüberrutschen hier, glaube ich. Oh, jetzt sieht jemand. Nee, so ist gut. So. Okay. Nö, das passt schon. Ich wusste auch nicht, dass das alles in Konserven ist. Also, schon komisch, aber ist in Ordnung. Ja, du bist besser als ich. Ich hätte das nicht geschafft, hat Kurin geschrieben. Ja, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, was man so machen kann. Nee, also in dem einen wurde halt diese Problematik mit dem Moveset des Players beschrieben. Dass du halt, wenn du rückwärts gehst, kommst du alle möglichen Steigen hoch. Du kannst jeden Berg, jeden Hügel kannst du hochgehen, indem du einfach rückwärts gehst, weil die halt vergessen haben, dass man vielleicht nicht nur die Vorwärtsrichtung beachtet, wenn man etwas programmiert, sondern dass Spieler ja auch rückwärts gehen können. Und wenn du vorwärts gehst, dann wird halt geprüft, wie die Steigung ist, und sobald es zu hoch wird, rutschst du halt ab. Bei rückwärts haben die Entwickler das leider vergessen. Da hatten die mal wieder keine Zeit, ihr Gehirn einzuschalten. Und deswegen kann man halt rückwärts jede Steigung hochgehen. Ist scheißegal, wie steil es ist, du kannst rückwärts jeden Hügel hochgehen. Ja, so kommst du natürlich auch jetzt schon an Dinge ran, an die du eigentlich noch gar nicht ran kannst, weil dir Fliegen und sowas fehlt, ne? Sandwich-Zutaten. Was haben wir denn hier? Zwiebel. Ja, geilo. Oh, sowas von. 3 Zwiebeln noch. Ich kaufe noch ein bisschen ein, Leute. Keine Sorge, wir sind aber gleich fertig. Heute ist hier, geht's voran. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Butter. Butter. Eier. Macht ihr nicht Party, Leute? Macht ihr Party? Olivenöl. Oh, lecker, lecker. Kostet aber auch, ne? Ein bisschen Olivenöl drauf. Beerenkonfitüre. Na, wenn ich Olivenöl höre, denke ich instant an Beerenkonfitüre. Ja? Muss man einfach sagen. Das geht für mich Hand in Hand, ja? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen als Beerenkonfitüre. Nee, das passt. Dankeschön. Ist ausreichend. Danke. So, dann. Ja, ich weiß jetzt halt nicht. Hier, Razy und Kuren, ihr zwei doddelt das ja hier schon ein bisschen mehr. Lohnt es sich jetzt, kann man in der Stadt mit NPCs reden oder labern die eh nur Schwachsinn? Also lohnt es sich, mit Leuten zu reden, oder kann man das wegignorieren? Frage von Freund. Hier steht auf jeden Fall mal willkommen. Na, erstmal petten hier. Ja, bist du süß. Moin. Willkommen in Bolardin, der Stadt der Kunst und der Blumen. Deswegen sind hier auch zwei dicke Blumen. Und diese künstlerische Sonnenblume. Aber ihr seht, es wird besser. Je näher man kommt, desto mehr Interpolation. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir ganz nah rangehen, dann wird sie flüssig laufen. Hoffe ich doch. Das wäre sonst etwas enttäuschend, wenn nicht. Ich gucke mich jetzt erstmal ein bisschen in der Stadt um und dann gucken wir gleich mal. Frühling im Anmarsch.
Wenn die ersten Sonnenkerne auf leichte Brisen angeritten kommen, weiß man, es wird Frühling. Ja, so sieht das aus, ne? Guten Tag, ihr zwei. Was ist hier los? Oh. Ja, Oma. Haust du dir da gerade einen Cappuccino rein oder so schön so einen Kaffee? Ich glaube, Oma, die möchte, dass die Kleine noch ein bisschen wach bleibt, wa? Ich habe sie ignoriert. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt Oma, während die Kleine sich da so ein Espresso hinter die Birne ballert, ne? Ich glaube, du bist noch ein bisschen zu klein für Espresso, Kleine. Aber ist okay. Früh übt sich, ne? Moin. Die beliebteste Attraktion der Stadt. Also, Razy hat es ignoriert. Ich würde auch mal wieder ein Pokémon-Spiel aus der Vogelperspektive wie früher feiern. Mit geiler Pixel-Art, schreibt Laslowski. Wäre mal wieder was Neues, ne? Das kommt drauf an. Es gibt Situationen, wo es sich lohnt, wenn wer Pokémon tauschen will oder... Aber wenn du eine Prüfung zu erledigen hast. Ich quatsch eh jeden an, schreibt Kuren. Versuch dich doch mal an Poladins berühmten Labyrinth. Ja du, wenn du mir das schon so anbietest, sehr gerne. Gehen wir mal rein in das Labyrinth. Wow, eine Windmühle. Das war auch mein erster Gedanke, als ich die gesehen habe. Wow, was ist mit der denn nicht richtig, ne? Ja, ja. Das sieht mir nach Sackgasse aus, ja. Das ist eine Sackgasse. Oh, gehen wir mal in die andere Richtung. Wie hier vom Dorf, wir kennen das ja. Maislabyrinth, da drin wirst du ja quasi, da wächst du ja drin auf, ne? Deswegen kein Problem. Das ist in den Genen oder so. Guten Tag, was bist du denn? Kann man mit euch irgendwas machen oder seid ihr nur Deko? Sonnenflora am Wendepunkt. Künstler Kolzo. Ach, das ist ein. Das ist Kunst. Das ist nicht wirklich. Na, no, was ist bei dir los? Ich will auf einem Pokémon reiten. Ja, damit los, ne? Diese Träume haben viele Leute aus der Community. Das kann ich dir versprechen. Was ist das? Ernte. Künstler Kolzo. Das ist die Stadt der Künstler, aber bis jetzt habe ich nur einen Künstler gesehen. No. Giftschweif. Angriff mit hoher Volltrefferquote. Übrigens, Kuren, ich habe letztens, im letzten Stream, da warst du, glaube ich, nicht da, oder? Nee, gar nicht wahr. Es war nicht der letzte. Für meinen Jahresrückblick musste ich ja hier ein bisschen Pokémon aufnehmen. Da bin ich hier nur rumgelaufen und habe einfach nur Footage aufgenommen. Und bin extra zurück zu meinem Haus gelaufen, meinem Starthaus, und habe dann noch die Items aufgesammelt. Wo du gesagt hast, dass ich die vergessen habe. Das konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen, ne? Habe ich jetzt gemacht. Danke für den Hinweis. Wow, du hast es wirklich bis hierher geschafft. Nee, übel. Da sonst niemand so weit kommt, habe ich meine Geheimbasis hier aufgeschlagen. Gut, du musst dich halt wirklich fragen, was mit den Leuten nicht stimmt, wenn die es schaffen, nicht schaffen, in einer angemessenen Zeit durch dieses doch sehr komplexe Labyrinth durchzukommen. Ne? Da muss man sich schon fragen, was mit den Schulen in Paldea nicht so richtig ist, ne? Hast du denn hier auch irgendwelche geheimen Items, die ich dir jetzt klauen kann, oder was ist denn los? Hallo? Das kann ich jetzt nicht ansprechen. Okay, na dann nicht. Gut. Ja, das war doch schon mal schön. Wir haben auf jeden Fall ein Item gefunden. Dafür hat sich das doch schon gelohnt. Wo geht das jetzt hier wieder raus? Ich will jetzt nicht zugeben, dass ich die Orientierung verloren habe. Nee, nee. So. Hier ist doch noch jemand. Guten Tag, ihr beiden. Was ist bei euch los? Ich kann den Ausgang nicht finden. Da lang vielleicht? Das ist so ein Beziehungskiller, ne? Solche Situationen... Wenn man da nicht gut eingespielt ist und Lini schon länger kennt, dann kann es echt, Kuren schreibt, wenn die Sprechblase gelb unterlegt ist, solltest du anquatschen wegen Kampf, Picknicken etc. Okay, das ist ein guter Hinweis. Und wenn die beliebteste Attraktion der Stadt und wenn sie diese, wie heißen sie, diese Bildzeitungsüberschriften haben, wo man dann halt, wie heißen sie, Clickbait-Dinger. Versuch dich doch mal, das hatte ich doch schon, sorry. Ich wollte nicht dumm wirken. Was mir auf jeden Fall schon ein bisschen aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, es ist viel mehr Nacht als Tag. Kommt mir das nur so vor? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen immer in der Nacht rum. Was ist doch vielleicht so ein Blaufuchs-Ding? Ich weiß es nicht. Was ist denn da hinten los? Das sieht mir auch wieder nach Kunst aus. Guten Tag. Ist das Kunst oder was ist mit deinen Händen gerade passiert? Ah, hier ist es. Schleuder. Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Ah, hier ist es. Ich wollte mir unbedingt dieses berühmte Werk ansehen. Verstehen tue ich es zwar nicht, aber ich mag es trotzdem. Aber keine Suppe draufschmeißen, ja? Oder dich dran festkleben. Das machen wir hier nicht. In Paldea ist die Welt in Ordnung. Ne? Flackern die Bodenlampen im Original auch so oder liegt das am Stream? Nee, das ist im Original genauso. Es geht auch ganz oft mal der Himmel kurzzeitig weg. Oder der Boden. Hier ist noch was. Kommen wir darüber? Nee, springen sollst du. Warte mal. Ich kann hier nicht reiten.
Da geht's runter. Okay, warte. Alter, guck dir das an. Jetzt mal ernsthaft. Die Sichtweite sind so 10 Meter. Wenn überhaupt. Nicht mal. 5 Meter. Und die Pflanzen poppen ein, wenn ich da hingehe. Es geht halt einfach nicht, Mann. Es geht halt einfach nicht. Krass. Blinkklaue. Ein Item zum Tragen. Es ermöglicht gelegentlich... Das ist halt krass. Das ist halt echt krass. So, weiter. Was ist da oben los? Da habe ich oben was drauf gesehen. Genießt ihr hier normalerweise die Sonne? Oder was passiert hier? Es ist nur gerade halt Nacht, aber die kommt gleich wieder. Moin. Ich will auf einem Pokémon reiten. Ach, die Luft hier. Das sieht doch ganz hübsch aus. Gut. Außer jetzt die Bodentextur, ne? Die ist wieder heavy. Aber sonst ist gut. Ich finde halt, was ich aber schön finde, ist halt, dass sie dann wirklich sich Mühe gegeben haben, die einzelnen Städte dann auch in dieses Theme zu kleiden. Hier ist jetzt halt die Stadt der Künstler und hier steht halt auch überall Kunst rum. Das ist halt wieder cool. Ne? Das ist jetzt schon nice. Kopfkino. Künstler ist unbekannt. Schön. Razy schreibt, da hatte Spieler aus dem Jahr 2000 weitere Sichtweiten. Vor allem liefen die Objekte in der Entfernung flüssig. Ich hoffe, es gibt im GDQ dieses Jahr einen Speedrun für das Game. Gibt es, Schatz, ich habe schon nachgeguckt. Und der ist, glaube ich, sogar am Samstag, also nicht den Start Samstagnacht, sondern den zweiten Samstag am Ende, am letzten Day, glaube ich. Und sogar hier um 21 Uhr oder so fängt er zu unserer Zeit an. Den habe ich schon auf unserer Liste gepackt. Den werden wir uns reinziehen. Der spoilert mich, glaube ich, auch nicht, weil da ist ja nur Speedrun. Jetzt hat natürlich die Frage, das könnte mich ja doch spoilern. Will mich eigentlich nicht spoilern. Hört mir jetzt gerade so ein. So, Leute. Guck mal, hier aber zum Beispiel, das sieht doch auch ganz... Das sieht jetzt ja ganz stimmig aus. Gut, man darf jetzt halt nicht die Windmühle da angucken, aber sonst... Das ist ja ganz nett. So, jetzt aber genug gelabert. Ich würde sagen, wir haben soweit erstmal grob alles gesehen. Hurin schreibt, ja, das Gefühl hatte ich auch dauernd. Mit der Nacht, meine ich. Ach so. Ja, irgendwie schon, oder? Guck mal, was ist da hinten noch? Das sieht aus wie ein Spielplatz oder so. Das sieht aus wie die Lon-Lon Farm. Nur ohne Pferdchen, was mich traurig macht. Ich vermisse sie. Kann ich da rein? Nein, natürlich nicht. Wie komme ich auf diese Idee? Aber gut, es gibt halt auch so genug zu erkunden. Mein Gott, dann kannst du halt nicht in Häuser reingehen. Du bist am Zielort angekommen. Das ist doch schön. Was haben wir denn hier? Bleichweg. Künstler ist unbekannt. Wir werden auch das Kunstwerk mal kurz mit allen Sinnen genießen. Und auch mal kurz darüber schleichen. Das gehört nun mal dazu. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie ein Spielplatz. Da kriege ich direkt die Vibes von... Alter, meine Fresse. Bekomme ich direkt die Vibes vom... wie heißt das Ding denn? Den Hochdruckreiniger-Simulator. Powerwash-Simulator. Aber jetzt mal nur wieder hier, so als Beispiel. Guckt euch das mal an hier. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn da los? Ne? Was ist denn los? Was ist denn da los? Aber gut. Okay, weiter geht's. Da haben wir noch ein Item. Keine Sorge, wir gehen gleich zur Arena. Ich mache mir einfach, glaube ich, zu viel Stress. Ihr seid doch wie ich drauf. Wir wollen es ja einfach nur genießen und in Ruhe die Welt erkunden. Wir müssen uns doch nicht hetzen. Ich hetze mich irgendwie immer. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen Progress machen. Aber es ist ein Open-World-Rumgammel-Game, wo man halt auch viel rumläuft und so. Deswegen einfach mal ein bisschen chillen, Fuchs. Mach dir doch nicht so einen Stress. Wir sind doch schon am Zielort angelangt. So. Was bist du denn für ein Dingens? Dich kenne ich doch noch, aber das ist ein altes Pokémon. Die gab es doch schon früher, die tanzenden Biester hier. An die erinnere ich mich noch. Die gab es doch, glaube ich, schon bei Schwert und Schild. Und kamen die nicht ursprünglich von Sonne? Wir haben doch keine Zeit. Wir essen heute. Der Jens, Grüße gehen raus, Norm. Ein wunderschön. Was mir jetzt gerade einfällt, ne? Jetzt, wo ich diese komischen Announcements nicht mehr höre, kriege ich das ja gar nicht mit. Ich muss mir die auch wieder anmachen. Weiß nicht, warum ich die nicht höre. Das ist komisch. Ja, moin. Was ist denn das? Das ist bestimmt irgendein Feuer-Pokémon. Ich hau mal ruckzuck, weil ich will das viel Level. Das ist Level 21. Holy shit, nee, wir müssen doch jetzt wechseln. Ich habe nicht aufs Level geguckt. Ich habe gedacht, wir sind hier immer noch so krass überlevelt, aber nee. Da wechseln wir doch mal auf unser Elektro-Pokémon. War Banban Elektro? Nee, wir hatten doch hier FOMO. FOMO ist Elektro. Komm mal raus, FOMO. Cool, und schreibe, ich habe das Ganze in Ruhe gemacht. Als alle schon durch waren, hatte ich nicht mal die Hälfte durch. Ich wollte gerade sagen, ich hänge ja richtig weit zurück. Inzwischen sind ja die... Du bist ja auch schon quasi durch, oder?
Ich sehe es immer so auf Twitter, du postest ja gelegentlich. Du bist auch schon ziemlich weit, ne? So. Rauf da. Eddie ist fehlgeschlagen. Komm, FOMO, gib alles. Warum nicht Wasser, wenn du Feuer vermutest? Weil ich gedacht habe, es ist ein Flug-Pokémon und dann wäre Elektro doch sinnig, oder nicht? Hatte ich gedacht, aber ist es kein Flug-Pokémon? Weil spielt es dann eine Rolle, ob ich Wasser oder Elektro nehme? Das ist sehr effektiv. Ups, ich wollte X drücken. Oh Mann. Ihr könnt das gleich bei dem nächsten nochmal ausprobieren. So, bitte. Hätte fast geklappt. Die sind aber auch zäh, die Biester, ne? Bin schon komplett durch, schreibt der HD-Fox. Wenn ich jetzt nochmal campe, ist krass. Na Mann, was ist denn los bei mir? Ich habe zu viel Xbox gespielt in letzter Zeit. Jetzt bin ich nicht gebacken. Ja, läuft doch. Kuriogel wurde gefangen. FOMO versucht Biss zu erlernen. Die wollen aber alle Biss erlernen, ne? Soll eine bekannte Attacke durch Biss ersetzt werden? Ja, guck mal eben. Ich habe so eine leichte Bissüberlast, habe ich das Gefühl. Ja, keine Ahnung. Da hat er ja alles am Start, ne? Da hat er ja alles am Start. Da ist ja alles da. Komm, machen wir jetzt. Einfach, weil ich Bock habe. Machen wir. Scheiß auf den Ruxukip. Elektrokampf durch den Elektrotyp trifft Flug nur neutral. Verstehe. Ah, weil Kampf mit dabei war. Alles klar. Hat Schatzi auch geschrieben. Schatzi ist clever. Einen leichten Überbiss. Ja, also insgesamt alle Pokémon zusammen halt. Mia versucht Akrobatik zu erlernen. Mal schauen, was macht Akrobatik denn? Genießt derweil einfach im Background, wie so alles sich dreht. Akrobatik, da tut man sich glaube ich weh, oder? Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. Da ich ja immer zu faul bin, meinen Pokémon Items zu geben, nice Attacke für mich erst recht, also direkt den Piekser würde ich ersetzen. Ich würde den Piekser ersetzen, ja. Ich hätte auch Glut oder so ersetzen können, die schwächere Feuerattacke, aber ich glaube, Piekser ist halt echt richtig lame. FOMO ist beste Poki und nochmal, mir fehlt noch ein Buchkennest. Ah, du bist also auch noch nicht ganz durch. Nice, nice. So, Kuriokel ist Feuerflug. Dieses Kuriokel hat roten Nektar geschlürft. Mit seinen feurigen Tanzschritten lässt es lodernde Flammen aufwirbeln. Das kommt jetzt erstmal schön in die Box. Ohne Item sind es 110 Schaden bei Akrobatik. Nice. So, jetzt können wir ja erstmal das Vieh noch fangen. Ah, ist das Schweinchen. Ich finde das erstaunlich süß, muss ich gestehen. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das mal zu einem Schweine-Pokémon sagen muss, aber ich finde das knuffig. So, mal jemand entspannte Nitro-Ladung wieder rein. Das ist Level 21, ne. Ich wechsle mal eben mein... Oh, FOMO hat auf die Fresse gekriegt ohne Ende. Ich wechsle doch nicht. Ich arbeite mich einfach so runter. Machen wir einfach die Nitro-Ladung. Ich will es ja nur runterholen. Damit ich es fangen kann. Alter, ich will ja nichts sagen, aber die Framerate ist gerade richtig am Sterben, ne? Aber richtig am Sterben. Holy shit. Man merkt das richtig. Das läuft so richtig nicht mehr flüssig, Alter. What the fuck? Ihr müsst mal auf meine Bewegungen vom Arm und so gucken. Wenn ich da, ne? Dafür habt ihr die ganze Zeit den Schweinearsch da hinten. Die zeigt ihn aber auch, ne? Sie weiß, dass sie es. Sie weiß es. Flammkörper von Mia wirkt. Sehr schön. So, Kramurks, jetzt bist du gefangen. Pass auf, Bruder. Ja, der Bereich ist schlimm. Weiter unten am Ufer in Richtung der nächsten Stadt wird's noch schlimmer, schreibt hier Razy. Meine Fresse. Ich muss einfach auf eine Xbox spielen. Aktuell habe ich ja sogar mit... Okay, mein Pokémon ist in der Luft geschwebt. Aktuell habe ich ja sogar mit normalen Xbox-Spielen jetzt das Problem, weil mein Xbox-Controller kaputt ist. Ich kann eine dritte oder so. Ich weiß nicht, was ich mit den Dingern mache, dass sie bei mir immer verrecken. Und deswegen nutze ich zurzeit am Computer den PlayStation 5-Controller und dann geht natürlich gar nichts mehr zusammen, ne? Einige Spiele sind ja so clever und erkennen das dann und sagen, ja, hier, PlayStation-Controller, mache ich mal PlayStation-Buttons.
Aber Elden Ring zum Beispiel kriegt das nicht gebacken. Obwohl es eine PlayStation-Version gibt. Reil ich dann auch nicht, weißt du? Da musst du dann immer noch krasser umdenken. Jo, das sieht gut aus. Kramurks wurde gefangen, Leute. Ehrenhaft. So, aber es wird wieder Tag. Ist das nicht was schön? So. Höhen. Kramurks, Unlichtflug. So, entdeckt man ein Kramurks und folgt ihm leichtsinnig, lockt es einen auf Bergpfade und bringt einen dazu, sich zu verlaufen. Der ist jetzt nicht unbedingt sonderlich nett, muss ich sagen, ne? Kommt in die Box. In die Box! So, aber jetzt mal, bevor ich jetzt gleich mich in dieser Arena widme, wir sind hier schon richtig, oder? Das ist doch der Bereich, wo man als normalerweise die nächste Arena angeht, weil ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht levelmäßig jetzt doch nicht so krass am Start. Pikachu! Pikapi! Komm her! Pikachu! Müsste ein Männchen sein, wenn das hier auch so ist wie immer. Yo! Sieht gut aus. Oh, das war jetzt nicht so clever. Ich könnte ja auch mal das Pokémon wechseln vorher, ne? Wäre irgendwie clever. Jeho, kommen Sie heraus! Das Schweinchen guckt einfach zu. Wie das eine Ohr auch wie so eine, wie so Haare dann so drüber hängen, wie so eine coole Frisur. Na toll! Ach, Kero, musst du dich hier paralysieren lassen? Ist jetzt dein Ernst? Beiß da mal rein, komm. Oh, nee. Ich habe ja gar kein Glück. Ich habe ja gar kein Glück. So ist fein. Ach, reicht mir das schon? Ich versuch's schon mal. Pikachu, die sind doch so devot. Die wollen doch immer gefangen werden. Hat sie immer noch von Ash? Na gut, er hat ihn ja so bekommen von Eich. Ich nehme alles zurück. Pikachu wurde gefangen, aber hier, der hat keinen Widerstand geleistet. Der wollte es einfach. Sehr schön. Pichuha. Oh Gott, das schöne Schweinchen da hinten. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre geballte Energie Blitzgewitter erzeugen. Schön, bitte in the box. So. Was haben wir denn hier noch? Du bist so ein Käferding. Warte, ich gehe mal erstmal zum Pokémon Center. Ich habe irgendwie Bock, mich durchzuheilen. Dann schnacken wir gleich mal mit der Person, die hier für die Arena zuständig ist. Und dann können wir uns da ja eigentlich mal dran machen, würde ich sagen, ne? Bin ein bisschen abgekommen wieder. Aber das passiert so, Alter. Tut mir leid, aber wenn er da hinten mit so 2 FPS lang huckelt, dann muss ich halt ein bisschen grinsen. Das tut mir leid. Hier wird bestimmt die Prüfung stattfinden. Gibt's hier das Brezeln oder was? Ne, Nudeln. Süße, süße Churros. Ach, noch geiler. Wisst ihr, was Churros sind? Richtig lecker. Churros lässt deinen Gaumen cha-cha-cha tanzen. Wie wär's? Würde ich mal nehmen, ne? Schoko-Churro. Alter, 950. Gönn mir mal. 950. Her damit. Lecker, lecker, lecker. Dummiesel ist normal. Oh nein, 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 nein. Ich wusste nicht, dass ich diese grausame Essanimation damit wieder auslöse. Das tut mir leid. Fällst du hier nicht negativ auf, wenn du dich so smooth bewegst? Ja. Wahrscheinlich. Die Bewohner fragen sich auch so, was da los? Was ist los mit dieser Person? Wieso läuft die so geschmeidig? Gibt es eigentlich ein Team, das empfehlenswert ist von eurer Seite? Welche 6 Pokémon würdet ihr empfehlen, wenn ich nun das Ganze noch kaum kenne? Schreibt hier, howdy, doody, doody. Ich denke, Razy kann dir da auf jeden Fall helfen. Ich persönlich habe letztes Mal mir so ein komplettes Evoli-Team gemacht. Ist natürlich witzig, aber empfehlenswert ist es jetzt nicht unbedingt. Also natürlich, ich als Fuchs sage schon, dass es sehr empfehlenswert ist, ein Team komplett aus Füchsen zu haben. Schon. Schmeckt so lecker. Die ballern sich ja alle den Espresso rein. Unglaublich. Was ist mit dir los? Ah ja. Und da löst er sich auf. Komm, erzähl mal nix. Er hat es nicht geschafft, diese kleine Grasfläche hier zu überwinden. Und hat dann einfach aufgegeben mit seinem Kaffeebecher und dachte sich, nee, Junge, du bist mir zu krass. Ich verschwinde jetzt einfach. Ja. Muss man mal machen. Kann man mal machen. Komm, Leute, wir sind im Jahr 2022. Jetzt bitte. Ist doch nicht wahr. Hier die ganzen Pflanzen. Blablabla, da tauchen sie aus dem Nichts auf. Es ist halt echt krass. Es ist halt krass. So. Weiter. Gut. Da ist noch ein Item gewesen. Ich bin wieder von meiner eigentlichen Mission abgekommen. Keine Sorge, ich bin zum Pokémon Center. Dann reden wir weiter und dann machen wir uns an die Arena. Folgen Sie dem Schild da hinten. Ich konnte doch irgendwie auch boosten, ne? So. Wuhuhu. Nun geht das aber los hier. Juhu. Woo!
So, einmal durchheilen. Guten Tag an der Tankstelle hier. Pokémon Center sieht jetzt halt auch echt aus wie so ein Tank und Rast. Ich hoffe, die ziehen einen aber nicht so ab. Immerhin kann man umsonst heilen. So. Beim jetzigen Run habe ich Azumarill, Gala, Gladi, Vampitz, Eisenrad und Gramchef, schreibt Sieve. Vielen Dank für deine Geduld. Dankeschön. Ja, ich habe auch immer Zeit. Wir haben ja gerade eben gesagt, wir bleiben entspannt. Hupala. So. Oh, geht ihr shoppen oder was? Ein bisschen Kunst kaufen? Wie der Wind weht. So, Leute, wir machen uns auf Richtung... Ich habe einfach wie immer mit dem gespielt, was mir gefallen hat, schreibt der Razy. Ich mache es ja tatsächlich jetzt... Also normalerweise nehme ich ja rein... Ich gucke, dass die Typen so ein bisschen Sinn ergeben und wähle dann rein nach Optik, so richtig oberflächlich. Ich gestehe das ein. Ich würde auch echt gerne das Schweinchen mit reinnehmen, aber das passt halt so gar nicht rein in die... in meinen Plan. Aber vielleicht sollten wir es doch einfach ins Team nehmen. Bleibt das die ganze Zeit normal, dieses Schwein? Razy, weißt du das? Oder kriegt das nachher noch irgendein Typ? Fürs normale Durchspielen ist es quasi vollkommen egal, was man nimmt, solange die Typen etwas abgedeckt sind. Ja, man kann ja manchmal, ich sag mal so, je nachdem wie krass man levelt, kannst du viele fehlenden Typen auch mit roher Gewalt ausgleichen, solange du nicht auch noch einen Malus hast. Dann wird's echt eng, aber sonst... Foxy, na sowas! Ne, Mila mal wieder, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Der Glurak plus Schlitzer Pokémon Rot. Ich sag's dir, damit habe ich das ganze Game durchgespielt, ohne Probleme. Da war mir jetzt auch egal, ob Glurak irgendwie gegen ein Wasser-Pokémon kämpft. Scheiß drauf, du schlitzerst es eh One-Hit weg. Jetzt begegnen wir uns schon wieder bei einer Arena. Was für ein krasser Zufall. Ich bin auch ganz aufgeregt. Ich hoffe, du glaubst jetzt nicht, ich hätte hier auf dich gewartet, nur um mit dir kämpfen zu können. Nein, ich hab das nicht geplant. Ich schwör's, zum Beweis fordere ich dich diesmal nicht heraus. Auch wenn ich schon Lust auf den Kampf hätte. Deine Pokémon scheinen seit dem letzten Mal stärker geworden zu sein. Und hiermit wirst du perfekt auf die Arena vorbereitet sein. 3 Ether. Dankeschön. Ich werde mir die Wartezeit mit dem Trainieren von, sagen wir, 20 Pokémon versüßen. Bis dann! Ja, da ist jemand ambitioniert, ne? Das Schweinchen ist besser, als man allgemein denken würde. Trotz normal. Ja, ich bin kurz davor, es mit reinzunehmen. Ich wüsste halt nur nicht, was wir bei uns im Team dafür rausnehmen sollten. Weißt du, das wäre aktuell das Problem. Wir können ja darüber nachdenken und sinnieren. Hier vorne gibt es ja die Schweinchen und die sind dann auch auf Level 21 schon. Also passt es auch gerade ins Team rein. Ich wäre irgendwie geneigt, muss ich sagen, weil ich das so cool finde. Und wir könnten es Schwabi nennen. Quacks ist hier wohl fehl am Platz. Als ich mit meinem Quacks angetreten bin, habe ich gnadenlos verloren. Aber mit meinem Fukano werde ich es bestimmt schaffen. Da sage ich dir, das wirst du. So viele Schüler. In letzter Zeit sehe ich hier ziemlich viele Schüler. Schätze, die Schatzsuche hat begonnen. Ja, wir sind unterwegs. Guten Tag, hallo. Willkommen in der Arena von Bolardin. Lass mich dich zuallererst als Herausforderin registrieren. Ich habe doch noch nicht mal gesagt, was ich will. Vielleicht bin ich hier nur aus Versehen reingelaufen, Bruder. Schwester. Dein Name ist Foxy, sagst du? Korrekt. Bevor du dich mit Arenaleiter Kolzo messen kannst, musst du die Arenaprüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, Sonnenflora zu suchen. Ah, da weiß ich schon. Wie du vielleicht weißt, ist Bolardin die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen die Sonne und die Natur sehr zu schätzen. Denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Verstehe. Sonnenflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sonnenflora hier zur Tradition geworden ist. Deine Aufgabe ist es also, Sonnenflora in Bolardin zu finden. Halte Ausschau nach Pokémon, die wie sonnenförmige Blumen aussehen. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du 10 Sonnenflora einsammeln und sie zum Sonnenflora Plaza bringen. Lass mich den Plaza schnell auf deiner Karte vermerken. Geh einfach nach rechts, sobald du die Arena verlässt. Wenn du 2 Sonnenflora-Statuen siehst, bist du richtig. Sprich dort mit dem Personal, um mehr zu erfahren. Viel Erfolg! Dankeschön! Begib dich zum Sonnenflora Plaza. Machen wir. Gut. Let's go. Was für ein krasser Zufall, dass sich Pokémon-Trainer an einem Ort, den viele Trainer als Ziel haben, treffen, schreibt Schatzi. Was war das gerade? Na egal, ich hinterfrage es nicht. Rechts hat sie gesagt, ne? Da. Das wird wahrscheinlich der Sonnenflora-Platz sein. Das sieht auch stark danach aus, ne? Wow, was ist mit deinem Kopf gerade passiert? Die Sonnenflora-Suche. Hallo, ich bin Solena und kümmere mich um die Sonnenflora der Arena.
Du bist hier, um dich an der Arena-Prüfung zu versuchen, richtig? Das ist korrekt. Dann werde ich den Sonnenflora gleich mal sagen, dass sie sich verteilen sollen. Ich habe eigentlich immer ein Garadöse in meinem Team, schreibt Eri. Garadöse ist auch cool. Also gut, sie scheinen bereit zu sein. Das heißt, die Arena-Prüfung geht los. Bitte kehre zum Sonnenflora Plaza zurück, sobald du 10 Sonnenflora eingesammelt hast. Los geht's, viel Spaß bei der Suche. Danke dir. Finde die Sonnenflora. Kann man unterwegs hier jetzt auch wieder kämpfen oder wird hier jetzt nicht gekämpft? Mal sehen. Da ist schon mal das... Oh mein Gott, was ist los? Sie sieht glücklich aus, aber sie hat auch ein paar wenig FPS. Moin. Du hast ein Sonnenflora gefunden. Es begleitet dich nun. Ah, ich verstehe. Wenn mir da nachher 10 Stück von folgen sollen, da wird die Switch aber gleich hart. Heiß. Also beides. Also... Holy shit. Das ist ein zweites. Und ein drittes. Alter, wollt ihr mich... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Ja, noch geht's ja. So, 10 Stück, Leute. Mal sehen. Wollen wir eben die Kletterwand hochklettern? Habt ihr Lust? Nee, ne? Mal sehen. Hier habe ich jetzt keine gefunden. Da wackelt eine rum. Na gut. Ach, kann man eigentlich als normaler Dude auch springen? Ich glaube nicht, ne? Wir müssen da hochlaufen. Da hinten ist noch eine. Kein Kampf. Schade. Oder man muss... Oh, renn doch nicht weg! Hey! Alter, wie das aussieht. Oh, nee. Hä? Jetzt kämpfen wir ja doch. Mein Pokémon-Team war meist eine Funktion zwischen Flauschigkeit und Coolheit, schreibt Schatzi. Er ist nicht ganz so oberflächlich. Bei mir muss es nicht mal cool sein. Bei mir ist es eigentlich nur Cutigkeit und gefällt mir Kite. So, Nitro-Ladung. Zack. Das ist sehr effektiv. Zählt das jetzt als eine... Das zählt als eine weitere. Kuren, doch Kämpfe. Zwar nicht gegen Trainer, aber immerhin gegen Sonnenflora. Diese Sonnenflora... Sieh doch, wie aufgewühlt die Sonnenflora dreinblickt. Was mag der Künstler wohl gefühlt haben, als er diese Skulptur schuf? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er Magen-Darm-Probleme. Wir suchen erstmal weiter. Dahin war doch noch eine. Ich bin an ihr vorbeigelaufen. Vor lauter Aufregung. Die müsste mir mal echt ein Dream-Team überlegen. Ich hab das Gefühl, dass das zu mindestens 50% aus Unlicht bestehen wird, schreibt Grace Fox. Ich habe mir da echt auch noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Was jetzt, also wenn ich einfach aus allen Pokémon wählen dürfte, aber es schon noch so sein muss, dass zumindest die Typen irgendwie gut abgedeckt sind, dann wäre das mal echt eine spannende Aufgabe. Guten Tag. Das nächste. Jetzt bin ich platt. Kann mich nicht erinnern, gekämpft zu haben. Ja, es gibt wahrscheinlich mehr als nur diese, die jetzt hier so rumlaufen. Vielleicht hast du nie eine gesehen, gegen die man noch kämpfen muss. Dann würde das natürlich nicht passieren. So, da ist eine am durch die Ringe hüpfen. Na du, machst du Spaß? Hast du Spaß? Jo, 6. Auch das jetzt mal, nur mal wieder meine Props rauszugeben. Ich kann ja nicht nur meckern. Das hier zum Beispiel auch wieder eine coole Sache. Ich finde das als Arena-Herausforderung. Oh, da sieht man wieder die Schatten. Oh, Gottes Willen. Lülülü, da bin ich nicht mehr. Und da bin ich wieder. Und weg bin ich wieder. Ich liebe die Schatten, sie sind einfach gut. Aber ich wollte gerade was Positives sagen. Tut mir leid, dass das Spiel mich mal wieder mit einem Bug oder einem grafischen Malheur davon abgehalten hat. Aber ich finde diese Idee halt, dass man vor der Arena so eine Aufgabe macht, die auch ein bisschen individuell ist. Also nicht immer das Gleiche. Das gefällt mir gut. Will ich auch mal loben, ne? Bin ich gelungen. So, 7. Aber jetzt wird's halt krass, ne? Jetzt sieht das schon nicht mehr so gut aus. Guckt euch das an. What the fuck passiert denn hier? Holy shit. Wenn du die Stadt verlässt, musst du die Sonnenflora beim nächsten Mal wieder von vorne einsammeln. Möchtest du die Stadt verlassen? Nein. Lass mal weitersuchen. Wir gehen mal in Richtung der huckelnden Windmühle.
Vielleicht finden wir da noch was. Ich glaube, es ist auch gleich Pause, ne? Noch 2 Minuten, Leute. Dann machen wir gleich erstmal 5 Minuten Pause. So, und danach holen wir uns gleich so ein Schwein. Ich mach's jetzt einfach. Ist mir egal. Es wird jetzt ein Schwein ins Team aufgenommen. Wir müssen dann gemeinsam gleich sinnieren, was wir rausnehmen dafür. Das wird nicht leicht werden. Auf diesen komischen Kunstfigurteilen waren doch noch welche. Da ist auf jeden Fall eine. Ich bin mal gespannt, wie das gleich läuft, wenn wir alle 10 haben. Das kann ja nur geil werden. Ja, moin! Crystal, Grüße gehen raus! Moin, moin! Schön, dich mal wieder zu sehen. Willkommen hier bei Pokémon Purpur. Kann ich die da oben auch ansprechen? Nee, das sind ja gar keine. Die sind noch am Wachsen. Wachsen und gedeihen. Ich hoffe, du hattest bis jetzt eine schöne Woche, Crystal. Razy schreibt, vor allem würde ich sogar sagen, sie sollten voll entwickelt sein, idealerweise für maximale Power. Ja, Razy schreibt, das Game rendert einfach nicht, was du nicht siehst. Da sind auch die Schatten weg, weil es das Objekt einfach nicht mehr gibt. Ja, so ist das. Wenn man halt eine gute Engine hat, dann überlegst du halt, wie groß ein Objekt ist. Und wenn ein Schatten, auch wenn ich das Objekt nicht mehr sehe, trotzdem noch im sichtbaren Bereich des Spielers ist, dann bleibt der natürlich da. Weil es ja sonst irgendwie ein bisschen bescheuert aussieht. Und das kann die Pokémon Engine gar nicht. Also was auch immer die hier benutzen, das ist ja eine hauseigene Engine von Game Freak. Die gibt da einfach kompletten Fick drauf und deswegen hat man dauernd dieses Schattenchaos. Du hast einen Sonnenflora gefunden. Es sind alle 10. So, Leute. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was jetzt passiert. Unserer kleinen, huckelten Sonnenflora-Armee. Aber die sind immerhin alle sehr vergnügt. Machen wir uns jetzt auch zurück zum Plaza. Was soll schief gehen? So, hier lang. Guten Tag. Da sind sie. Arena-Prüfung. Findet die Sonnenflora bestanden. Damit haben wir uns doch gleich eine 5 Minuten Pause verdient, oder was? Jetzt auch. Hört ihr den Hahn wieder? Nee, ne? Scheiße, das habe ich vergessen. Der Hahn kommt aber noch, Leute. Den kriegt ihr nächstes Mal auch noch dazu. Gratuliere, du hast alle 10 Sonnenflora gefunden. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Bitte gehe als nächstes zum Empfang der Broladin-Arena und erstatte dort Bericht. Wird gemacht, aber erstmal mache ich jetzt hier einen kurzen, gemütlichen Break. Meine Lieben, wir speichern jetzt erstmal gemeinsam. Warte, das kann man direkt mit R. Möchtest du das Spiel speichern? Aber sowas von. So. Und dann machen wir jetzt entspannte 5 Minuten Pause, Leute. Ihr könnt euch mit was zu trinken versorgen, was zu knabbern holen. Ne? Eben kurz einmal rausgehen, ein bisschen strecken, die Augen lösen von dem, was wir hier sehen. Und dann sehen wir uns in entspannten 5 Minuten wieder. So mogen wir das. Bis, Upala, ich wollte Pause drücken hier so. Bis gleich, Leute. Bis gleich in 5 Minuten.